Bleibt zurück, Bürgermeister! Ihr könnt hier nichts mehr tun! Macht Frieden mit eurem Gott, Asada! Ihr habt euer Leben verwirkt! Bitte, kann denn niemand meine Tochter helfen? Hat denn keiner den Mut, sich gegen diese Bande zu erheben, die sich in unserer Stadt eingenistet hat? Seid still, Vater. Die Stadtbewohner haben Angst. Sie werden nicht eingreifen. Ich muss die Konsequenzen meiner Handlungen selbst tragen. Nein, das ist einfach nicht in Ordnung. Asana hat nichts Falsches getan. Ihr da Fremde, ihr habt doch hoffentlich keine Angst vor diesen Söldnern. Könnt ihr meiner Tochter helfen? Redet ihr mit mir? Tut mir leid, Bürgermeister. Ich möchte mich nicht in die hiesige Politik einmischen. Also für mich klingt das so, als ob eure Tochter eine Diebin wäre und als ob sie genau das bekommen würde, was sie verdient. Ich werde euch so gut helfen, wie es mir möglich ist, Bürgermeister. Eine Ungerechtigkeit wie diese kann man nicht einfach durchgehen lassen. Redet ihr mit mir? Ja, gehen wir mit euch. Die Bewohner der Stadt ducken sich verängstigt und lassen diese Söldner tun, wie es ihnen beliebt. Aber ihr seid ganz offensichtlich stark genug, um euch diesen brutalen Schlägern zu widersetzen. Tut mir leid, ich möchte mich da nicht mit hineinziehen lassen. Also mir kommt das so vor, als ob eure Tochter nur bekommen würde, was sie verdient hat, Bürgermeister. Ich werde nicht zulassen, dass hier ein aufgebrachter Mob auf barbarische Art und Weise seine Sicht von Gerechtigkeit durchsetzt. Ich danke euch. Ich befürchte, dass diese Söldner Asana gleich hier auf offener Straße hinrichten werden, wenn sich niemand für sie einsetzt. Bitte, beeilt euch! Kenne ich euch? Das hier geht euch nichts an. Macht, dass ihr weiterkommt. Natürlich, lasst euch nicht in euren Angelegenheiten stören. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr dieses Mädchen umbringt. Die Entscheidung, was mich angeht und was nicht, fähige ich selbst zu treffen. War dir ein Kampf anzetteln, Mensch? Vielleicht ist die Summe, die dabei rausspringt, ja größer als die, um die ihr gefeitscht habt. Ich lasse mich nicht so herumkommandieren wie diese ängstlichen Leute hier. Ihr habt eine ziemlich große Klappe, aber kann die es auch mit einem Schwert aufnehmen? Ich bin nicht wieder bei einem Kampf, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr ein unschuldiges Mädchen herumbringt. Diese Frau ist eine Diebin und sie wird für ihr Verbrechen bezahlen. Sie stand, um 100 Kinder zu helfen. Das ist vertretbar, wenn ihr mich fragt. Wohl wahr, aber glaubt ihr nicht, dass der Tod eine etwas harte Strafe ist? Wenn ihr sie nicht sofort freilasst, seid ihr der Einzige, der hier exekutiert wird. Nehmen wir die 1. Da Talisa ja immer noch eine Anhängerin Helms ist, ist die Kindernummer immer das Beste. Wir sind Gäste in dieser Stadt und ausgerechnet die Tochter des Bürgermeisters wagt es, unser Gold zu stehlen. Das ist eine Unverfrorenheit, die mit Blut bezahlt werden muss. Und jetzt redet zur Seite. Und behindert nicht länger den Lauf der Gerechtigkeit, sonst müsst ihr die Konsequenzen tragen. Ich denke gar nicht daran, zur Seite zu drehen. In Ordnung, ihr habt recht. Die Gerechtigkeit verlangt ihre Bestrafung. Wie wäre es, wenn ich euch den Schaden ersetze? Uns den Schaden ersetzen? Wir reden hier von mindestens 4000 Goldstücken. Und denkt nur an die Botschaft, die wir allen anderen Möchtegern, die in dieser Stadt auf den Weg geben, wenn wir sie freiließen. Wir bräuchten mindestens weitere 1000, um mit den Unannehmlichkeiten fertig zu werden. 5000 Goldstücke? Ich glaube, ich weiß, wer hier der Dieb ist. In Ordnung hier. Ich brauche etwas Zeit, um so viel Geld zu beschaffen. Ich gebe euch 3000. Nehmen wir mal die 1. Tut uns leid. 5000 Goldstücke oder das Mädchen stirbt. Warum ihr aus? Da habt ihr euer Gold. Dann bringt sie um. Das ist sie nicht wert. Genug gefeilscht. Lasst sie frei oder ihr bekommt meinen Zorn zu spüren. Ausgezeichnet, ich fürchtete schon, eure Kampffähigkeiten seien eingerostet. Ganz ehrlich, mich vor 2 Söldnern. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich mich für die Rettung meines Lebens erkenntlich zeigen kann. Jedoch würde euch mein Vater sicherlich eine kleine Belohnung zukommen lassen können. Und jetzt entschuldige ich mich, das war alles einfach zu aufregend für mich. Meine Tochter verdankt euch ihr Leben. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Aber auf jeden Fall bestehe ich darauf, dass ihr diese kleine Belohnung akzeptiert. Ich werde in ganz Amketran verbreiten, dass ihr das Leben meiner geliebten Asana gerettet habt. Ich kann nichts mehr tragen. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Ein Umhang. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Montolius Umhang. Der magische Umhang des Mannes, der den berühmten Waldläufer Dritz Dorurden ausgebildet hat.
verfügt zweifellos über mächtige Fähigkeiten. Da ihm ja doch der magische Verschluss fehlt, mit dem man ihn festigt, ist er praktisch nutzlos. Mhm. Level up, yay. Ich war kein. Kann ich jetzt bitte speichern? Vor allem wieder ein Level up für Talisa. Ich habe immer noch nicht geguckt, was Max Erfahrung ist. Ein Zauber der Stufe 6, zwei Trefferpunkte, Sagenkunde, Attribute. Klingkugel, Elementarschwarm, Sturm der Vergeltung, Energiekling. Nehmen wir den Sturm der Vergeltung und sind einverstanden. So, Stufe 6. Und Stufe 7 können wir auch noch was reinpacken. Sonnenstrahl. Aura des flammenden Todes. Finger des Todes. Dann packen wir mal hier den Sturm rein. Hier nochmal Light. Nochmal Superheilung. Stellen die den Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Wurde, hätte ich auch gemacht. Werfen wir einen Blick darauf, was. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Diese beiden Fatzken dabei hatten. Okay, die Brust können wir leider nicht identifizieren. Sprecht frei heraus. Ich hätte schneller als Chick-Ticker schnell Pratze. So. Ja, nun gut. Na, haben wir von den beiden alles eingesackt, was es gibt. Schmugglerhöhle. Ob wir die betreten sollen? Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Da ist die Taverne. Wie kommen wir da oben hin? Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So, ihr Schmuggler habt also geglaubt, ihr könntet so einfach unsere Sachen stehlen und euch dann aus dem Staube machen, nicht wahr, Esamon? Noch mehr. Oder sollen wir Saemon zu euch sagen? Wir wissen alles über euren zweifelhaften Ruf, Saemon Havarian. Oh Gott, der schon wieder. Wir sollten jetzt nichts Unüberlegtes tun, Herrschaften. Wie ihr wisst, kann ich mit all dem nichts zu tun haben, weil ich gerade erst nach Anketran zurückgekehrt bin. Spart euch eure Ausflüchte, Wiesel. Wir wissen, dass die Schmuggler hier in Anketran für euch arbeiten. Wenn hier einer verantwortlich ist, dann ihr! Wir haben euch erwartet. Und jetzt Pfoten weg von unseren Sachen, oder wir schneiden euch die lügende und betrügende Zunge ab. ja, aber selbstverständlich... Oh, bei meinen vom Salz verbrannten Augen! Schaut nur, wer da kommt. Ein vertrautes Gesicht aus meiner bewegten Vergangenheit. Ja. Ihr scheint ein wenig in Schwierigkeiten zu stecken, Simon. Ich sehe, haben euch eure Betrügereien am Ende doch eingeholt. Tut mir leid, ihr müsst mich mit jemandem anderem verwechselt haben. Sag das nicht, alter Freund. Nach all dem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, gut und böse, Seit an Seit. In meiner augenblicklichen Situation ist eure Ankunft eine überaus glückliche Fügung des Schicksals. Ihr könntet mir bei der Lösung meines kleinen Disputs mit diesen etwas aufgebrachten Gentlemen hier behilflich sein. Nein. Ihr seid ein Freund dieser falschspielenden Ratte hier? Freut es sich gerade der richtige Ausdruck. Simon und ich kennen uns schon eine lange Zeit. Ich habe diesen Kerl noch nie zuvor gesehen. Tötet ihn, wenn ihr wollt. Freut es wohl nicht gerade der richtige Ausdruck. Das hier geht euch einen feuchten Kehricht an. Das ist nur eine Sache zwischen Simon und uns. Macht, dass ihr weiterkommt. Aber wir können diesen kleinen Streit problemlos beilegen.
Zunächst mal bitte gebt die Ausrüstung, die ich euch gestern verkauft habe, diesen ehrenwerten Herrn zurück. Was? Ihr habt unseren Kragen gekauft? Natürlich nicht, sehen wir nicht wie gedruckt. Ihr stellt euch nicht so an, Alisa. Wir können alle sehen, dass ihr hier Dinge bei euch tragt, die euch regelmäßig nicht gehören. Hey, na klar, diese Waffen, da kommen mir doch sehr bekannt vor. Ja, vom Ding. Und diese Stiefel, da sehen haargenauso aus wie die, die ich vermisse. Ihr habt unsere Sachen. Das ist lächerlich. Alle Stiefel sehen irgendwie gleich aus. Sehen wir, versucht euch zum Nahen zu sein. Stimmt aber, Kamerad, ihr solltet nicht anfangen, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Nehmen wir die 1. Dann ist das offenbar nicht gewillt zu kooperieren. Ich fürchte, das kann nur in Gewalt enden. Ihr wollt also kämpfen. Bitte, nichts leichter als das. Nein. Wir werden euch lehren, unsere Klamotten zu klauen. Tut mir leid, Alisa. Ich fürchte, in dieser Angelegenheit seid ihr auf euch allein gestellt. Ihr habt nächstes Mal. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Oh Mann, dieser Mistkerl Havarien, ey. Fragt nur, die Dienerin der Natur ist bereit. Eigentlich dafür, dass Yahira die höchste Rüstungsklasse von uns allen hat, kriegt sie am häufigsten auf die Fresse irgendwie. Ich warte. Was möchtet ihr? Langsam geht mir hier irgendwie doch ein bisschen der Platz aus. Führt mich an, mein Freund. So sei es denn. Ja, dir geht der Platz aus. Ja. Erzählt mir mehr davon. Was ist da jetzt schon wieder los? Früher einmal hat euer Kloster für diese Stadt gesorgt. Doch unter Balthasar habt ihr uns aufgegeben. Die Menschen verhungern und das Kloster tut nichts. Mhm. Balthasar ist mit wichtigeren Dingen beschäftigt, alter Mann. Mhm. Ha! Er stellt Söldner und Magier für eine Armee zusammen. Und das soll wichtiger sein, als hungernde Kinder mit Lebensmitteln zu versorgen? Ihr habt ja keine Vorstellung von dem, was das Kloster alles in Bewegung gesetzt hat. Geht zurück zu euren Predigern und lasst mich in Frieden. Nein, das ist einfach zu wichtig. Ich verlange ein Treffen mit Balthasar in Joaquins Namen. Er muss den Wahnsinn seiner gefühllosen Handlungen endlich erkennen. Mhm. Ihr habt mir oder dem Kloster gegenüber keine Forderungen zu stellen. Balthasar hat mit dieser jämmerlichen Stadt nichts zu schaffen. Verschwindet! Und bittet von mir aus euren toten Gott, diese Menschen zu versorgen. Gotteslästerer! Die Tyrannei eures Klosters werde ich keine Sekunde länger hinnehmen! Ja, gestern jetzt. Ihr wagt es, mich anzugreifen, alter Mann? Euer Tod wird schmerzhaft sein! Emon und seine Schmuggler haben einst ein wertvolles Idol direkt aus dem Kloster gestohlen. Zumindest habe ich die Geschichte so gehört. Vita Mortis Cardio.